Den lassen wir eh, wir tun einmal. Genau, weil ich nämlich nicht weiß, ob der bleibt oder nicht. Labyrinth, Labyrinth. Müssen zwei Bäume nebeneinander, dass die wachsen können. Okay. Na, aber es ist schon cool. Die zwei stärksten, eigentlich alle drei stärksten Verzauberungen habe ich bekommen. Stimmt, ich darf mich nicht freuen. Na. Ich soll traurig sein, weil ich das bekommen habe, stimmt's? Und sicher. Schämen solltest du dich, dass Wieso? Du mir das so unter die Nase reibst. Wie unter die Nase reiben? Ja. Du reibst mir das so unter die Nase. Die ganze Zeit schon, in unserer Beziehung. Trottel! Haltest du mir immer vor, dass du der Bessere warst. Dabei stimmt das gar nicht. Was heißt der Bessere, spielst du jetzt? Ich war der Bessere. Denn ich habe in dir den Arsch gesteckt, nicht du mir. Alter, das sind fast One-Hit. Ne, lol. Also, ich schau zu viel Pete's Meat. Eindeutig. Ja, was soll ich machen? Du Gernot? Hm? Liebst du mich? Trottel. Na, aber die schauen wir schon, dass wir separiert immer haben. Ja, ich sag einmal, drei, viermal kannst du es reparieren, nur dann wird es irgendwann einmal so kostenintensiv, dass es sich irgendwie auszahlt, irgendwie, ja, sich um eine neue FAZ umzuschauen. Ja, aber da, weißt du, die FAZ kommt auch nicht all immer. Ja, ich meine nur, weil irgendwann einmal kostet es dir 50, 60 Leveln, je öfters du sie reparierst. Ja, aber die müsst ihr damals jetzt halten. Naja, Haltbarkeit halt, ne? Haltet ja auch nicht ewig. Ja, eh nicht, aber sollte normalerweise jetzt die nächsten 40, 50 Folgen halten. Wenn nicht länger. Ja, das auf jeden Fall, du. Ich habe es ja nicht vor, 40 Folgen lang Bäume zu schlagen. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Nimm in den Mund. Ich sag. Nimm in den Mund. Schlampe. So, dann werden wir mal da das große Mammutbäumchen fällen. Jo, uiuiuiui. Jetzt hab ich aber Angst. Ich bin noch immer dafür, dass wir die Timberwand installieren. Geht nicht, gibt's nicht. Glaubst du, ich wäre nicht dafür, einfach unten, zack, und alles ist weg. Es wäre doch schön, aber es geht nicht. Sie gibt's nicht mehr. Außerdem ist die 1.7.10, glaube ich, bitte schlag mich nicht, wenn ich das falsch jetzt sage, ja, noch nicht so lang draußen. Und sonst, wie geht's euch Zuschauern? Gut, das ist gut. Tut schon fleißig voten bei meinen Let's Tests, ob ihr es sehen wollt oder nicht, ja. Bitte, bitte, bitte macht's das, ja, weil sonst kriegt ihr keine Ahnung was. Sonst kommt der Weihnachtsmann nicht und beschenkt euch nicht. Ich möchte wirklich gerne wissen, wie viele Kinder in der heutigen Zeit noch an den Weihnachtsmann glauben. Das wäre doch mal eine interessante Feststellungsfrage, oder? Glaubst du noch an den Weihnachtsmann, Gernot? Ja. Ich auch. Nur ist der Weihnachtsmann halt... Ich glaube aber auf dem Bad Santa. Nur ist der Weihnachtsmann halt jetzt in Pension, in Ruhestand und hat noch einen dickeren Bauch und trägt halt nicht mehr rot-weiß und ist halt mein Opa, ne? Gott sei Dank schaut er keine Let's Plays. Ui, was ist jetzt los? Boah, ey, voll die Frame-Einbrüche gerade gehabt. Ich hab grad 9 Frames gehabt mit Fraps. Uiuiui, das war ein Zeichen von Weihnachtsmann, weil ich ihn
geschimpft habe. Tut mir so leid, Weihnachtsmann. Darf ich jetzt wieder 60 FPS haben statt 30? Ich wünsche mir von dir, Weihnachtsmann, 60 FPS. Super, dafür bis Dezember warten, ne? Niemals, mein Sohn. Weißt du, du kennst doch die Priester, oder? Von der römisch-katholischen Kirche, ne? Genau, weil die sagen immer mein Sohn und so weiter und so fort, ne? Mhm. Willst du direkt einmal zu deinem Vater dann hingehen und sagen, Papa, warum hast du mich angelogen? Und er wird dann wahrscheinlich fragen, wieso, in welcher Hinsicht? Du bist gar nicht mein Vater. Jedes Mal, wenn ich in die Kirche gehe zum Beichten, sagt er, ja, mein Sohn. Lol. Okay, ich sag jetzt nichts. Gernot, ein bisschen lachen, das war ein Witz. Okay. Tust doch wenigstens für die Zuschauer ein bisschen lachen, komm. Das muss man richtig, na komm, ein bisschen überzeugender, das müssen wir doch üben, Gernot, ja? Also, in der nächsten Aufnahme machen wir ein Let's Play Lachen. Let's Play Lachen. Legen wir sich nieder, dass keine Zombies spawnen. Ich komm schon. Zum Loch. Na scheiß aufs Loch, einfach auf die Wiese und pack. Komm schnell. Jo, warte kurz. Ich liege. Boah, ist sicher ausgegangen. Wenn du das nämlich so machst, kannst du unter dem freien Himmel auch schlafen und es sich Zombies angreifen. Was? Das habe ich dir gesagt. Das habe ich dir gesagt. Ja, gratis XP. Au, ich brenne. Vor Leidenschaft und Lust. Und da bist. Hallo du. Moin, sitzt Andy. Naja, das Leben ist so schön. Vor allem, wenn man so viele Bäume schlagen muss. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, was machen? Fährt leider auch dazu. Gut, ich gehe jetzt einmal darüber ein bisschen. Die Zuschauer werden sich sicherlich fragen, warum. Naja. Was heißt, die Zuschauer werden sich sicherlich fragen, welche Zuschauer? Wir machen das für uns, nicht für die Zuschauer. Gerne. Wo sind die Zuschauer? Wo sind die Zuschauer? Zuschauer. Ich brauche Zuschauer. Alter, es gibt doch wirklich tatsächlich so verrückte Leute, ja? Die geben dafür Geld aus. Ja? Viewbot. Ja, genau, für Viewbots. Alter, wie krank ist das? Kann mir das einer sagen, wie krank das ist? Oder Abonnentenbots. Ja? Hast du circa so um die 300-400 Abonnenten und 0 Views auf die Videos? Cool. Aber bei mir könnte man das auch glauben. Ich habe 65 Abonnenten und wenn es gut geht, zwei Klicks am Tag auf die Videos. Da fragt sich doch natürlich, wo sind meine Abonnenten? Was machen sie denn? Sind sie mir noch treu oder haben sie mich einfach in der Abo-Box vergessen? Nee, wie gesagt, also, wie du schon richtig gesagt hast, das war jetzt alles eine Blöderei, ja. Ich mach das nicht für Views, ich mach das nicht für Zuschauer, ich mach das nicht für Abos, sondern ich mach das, was mir einfach Spaß macht, ja. Mir macht Spaß einfach da dann aufzunehmen, mir macht Spaß zum Rendern, mir macht Spaß YouTube zu verwalten, Thumbnails oder meine Homepage zum Beispiel zu erweitern. Das ist wie ein kleines Hobby, weißt du? Und wie gesagt, ich ich würde mich über jedes Abo und über jedes Like und über jedes Dislike und über jede Kritik und Kommentar etc. freuen. Ja, ich meine, so ist es ja auch nicht, ja, dass ich mich nicht freue, ja. Aber ist das wurscht?
Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein View auf dem Video habe und auf dem Video ist ein Dislike. Sogar über das freue ich mich. Weißt du warum? Weil ich genau weiß, dass die das angeschaut hat. Weil diejenigen, die was das bis zum Schluss die Folge anschauen, ja, die müssen ja disliken, ja, weil sonst geht es ja nicht anders. Den Scheiß kann man sich ja nicht anschauen, was wir da machen. Oder? Mhm. Schau, das stimmt sogar da gerne mir zu. So. Weißt du, dass uns Pete Smith, also das Team Pete Smith, eigentlich meine Idee uns gestohlen hat? Welche? Verfolgst du die hin und wieder oder eher nicht so? Nein, überhaupt nicht. Okay, die spielen ja Challenge Strike. Soll ich das überhaupt sagen jetzt in der Aufnahme? Das ist irgendwie Werbung. Wurscht, jetzt habe ich schon angefangen damit, ist wurscht. Auf jeden Fall, sie spielen jetzt Challenge Strike. Bin angesoffen. Challenge. Ich krieg das Wort nicht raus. Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Und auf jeden Fall, das ist quasi so, dass sie jetzt ein bestimmtes Spiel spielen, also wie zum Beispiel Counter-Strike, ja? Und sagen, wir müssen in der Runde alle Gegner nur mit der Glock töten, zum Beispiel, ja? Mhm. Und der was die meisten Punkte gemacht hat, hat gewonnen und der Verlierer muss irgendeine Strafe machen, ja? Weiß ich nicht, so wie, weiß ich nicht, Pisse trinken, na, nicht so arg, aber ein Bein wachsen oder irgendwas, ne? Und das müssen's halt per Video festhalten, als Beweis. Und genau den gleichen Blödsinn habe ich eigentlich schon vor Monaten mit dir vorgehabt. Dass wir das in Counter-Strike zum Beispiel machen, etc. Das Problem ist, jetzt kann ich schwer machen, weil sonst kommen wieder die ganzen Flamer daher und sagen, ihr habt die Idee von Pete Smith geklaut. Jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Gern, wo bist denn du? In der Nähe vom Loch, wieso? Weil ich dich nicht finde. Ich folge einfach den Spuren der Bäume. Ah, da ist auch was. Ach, wurscht. Bam, badam, badam, bam, badam, badam, badam. Bam, badam, badam. Ah, da ist er, ich sehe ihn schon. Ich hab grad, du bist schon heimlich abpascht. Was wollte ich nämlich machen? Jo, du, ich geh da mal, gell? Tschüss! Ah, ich bin eh noch da. Die eine Axt verbrate ich jetzt noch. Du kannst dann eine von mir haben? Ja, ja. Bussi, Mausi. Was ist die? Na, hallo? Sehr, aber was gehört? Wie geht's da? Schon lange nicht gesehen? Wenn du willst, kannst du ja die großen Bäume machen, wenn der Fall ist. Natürlich, die großen Bäume mache ich genauso viel, wie ich was sehe, wo das wächst, und das restliche wird niedergebrannt. Weil ich nämlich genau Nüsse sehe, wo da noch was ist. Ja, niederbrennen ist die beste Idee. Und richtig, hallo. Was gibt's Feuer? Für was hat Gott Feuer erschaffen? Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das geht mit dem Dreck. Das stimmt, ja. Da packst du keine Timbermod dazu mehr. Das ist die Timbermod. Ui, höre ich da Wasser im Hintergrund rennen? Oh, krieg ich ja direkt einen Durst. Muss ich jetzt heimlich was trinken gehen? In der Aufnahme? Ja, trinken, ja. Yeah. Also in der Aufnahme heimlich trinken, was? Das habe ich auch noch nie getan. Oh ja. Bin, glaube ich, schon mal aufgestanden. Und da wo es zum Trinken geholt. Du bist schon. Warte mal. Naja, wenn man das Ganze, die ganze Zeit so redet und redet und redet, redet man sich den Mund fusselig. Ich hab mir nichts mehr raus. Riech mir nichts mehr raus.
Entschuldigung, dass ich heute so viel Scheiße rede. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen, also ich bin ein bisschen gaggi. Jetzt habe ich bis 4:30 circa. Bis 4:30 circa habe ich auf meiner Minecraft-Solo-Welt gespielt. Und um 4:30 ist mir eingefallen, ups, es ist 4:30. Jo, und um 7:30 musste ich wieder aufstehen. Und natürlich, bis man dann einmal einschläft und einschlafen kann, obwohl die Augen eh schon so schwer sind. Was 5. Und dreimal darfst du raten, wer den Wecker gehört hat. Du. Nö. Mein Schatz. Obwohl ich gesagt habe, du Schatz, du musst nicht aufwachen und du musst nicht aufstehen, wenn ich aufstehen muss um 8. Du kannst ruhig weiter schlafen. Ich höre den Wecker eh und drehe ihn dann eh ab. Mhm. Ist klar, ne? Und wer hat ihn dann schlussendlich gehört und wer hat ihn ausgemacht? Mein Schatz. Naja, aber du, wenn ich 2-3 Stunden schlaf, bin ich tot. Weil da kann nämlich jemand, weiß ich nicht, eine Kettensäge von mir aus einem Baum schneiden oder sowas. Ich höre das nicht. Da kann ein Düsenjet landen oder starten. Blöpp. Blöpp, blöpp, blöpp. Du Gernot, ich habe mich verirrt. Ich weiß nicht einmal, wo das Loch ist. Ich weiß nicht einmal, wo ich richtig bin. Ich muss mal das Loch suchen gehen. Loch, bist du da? Loch. Lochi. Wo ist das Loch wirklich? Oha. Ich such's auch grad. So weit weg bin ich schon gewesen. Oh ja, bist du deppert, da war noch alles voller Wald. Kannst du dich erinnern? Ja, ich bin da, Chef. Wo? Ah jo, komm, legen wir uns nieder. Gute Nacht. Ups, Entschuldigung, ich hab gehofft, das war mein Bett. Erst als ich mein Bett im Inventar unten sah, dachte ich mir, hups, da kann das nicht stimmen. ja. Welche Richtung denn wir uns aus? Naja, ich würde mal sagen, nach links und nach rechts noch ein bisschen. Obwohl. Na, warte mal, der gehört noch weg. Der Tag gehört noch der ganze Wald gemacht. Warte mal, ich komme gleich zu dir und schau mir das an. Jo, da gehört noch ein bisschen was weg, ja, hast recht. So. Ne, bis zum Schnee haben wir ja gesagt, ne? Na, ja, nicht so weit. Ich will ja mal klein anfangen, weißt, exportieren kann man, also erweitern kann man es noch immer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn man zu wenig Platz hat. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Mhm. Die Zuschauer werden eh schon misstrauisch und denken sich, was machen die da? Schon wieder ein Großprojekt. Jo, Großprojekt kann man es eigentlich im Prinzip nicht mehr nennen, sondern ein Mammutprojekt. Aber ihr seid ja nicht einmal auch mit den anderen Sachen fertig. Jo, das ist halt so in Minecraft, meine Freunde. Das ist halt ein Bunnyhop-Spiel, ne? Also du springst von Baustelle zu Baustelle, ne? Kommt halt drauf an, worauf du gerade Lust hast. Also auf das habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt keine Lust, Bäume zu fällen. Das ist was ich überhaupt absolut nicht mag. Genauso wenig wie den Creeper, der was da unten lauert. Oh, er hat mich entdeckt, er hat mich entdeckt, er hat mich entdeckt. Siehst mich nicht. Ich bin ein Baum.
siehst mich nicht. Ich bin ein Baum. Ein Baumstamm. Er hat mich nicht gesehen. Trottel. So. Na gut.